Hi und willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zum Aufgebraucht. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Vorsätzen. Ich habe auch einen Vorsatz mir vorgenommen für dieses Jahr. Genau, und zwar, ich habe heute ein Aufgebraucht fürs neue Jahr und ich würde sagen, wir starten direkt. So, die Tütchen ist voll. Also, neues Jahr, neues Glück, wie ich immer sage. Genau, und zwar, wir fangen direkt an, was hier als erstes oben rauskommt. Das ist einmal hier. Bodenbeutel, 10 Stück, die habe ich in der Feiertage, da habe ich Bruchschokolade selber gemacht und da habe ich so weihnachtliche Geschenktüten gehabt und die habe ich dann reingepackt. Dann habe ich hier einmal Fondant mit Essig, Reiniger Natur mitgenommen, ja, mit Apfelduft, war jetzt nicht so der Kracher vom Duft her, es hat immer noch nach Essig gerochen, aber es hat ganz gut sauber gemacht, deswegen würde ich es nachkaufen. Dann habe ich hier meine geliebten Reinigungstücher 4 in 1 Fresh Kurkuma mit Gurkenextrakt. Fand ich richtig gut. Würde ich sogar nachkaufen. Gibt es beim Müller. Dann einmal Topfreiniger leer gemacht. Jo, das ist jetzt nichts Besonderes. Dann habe ich hier mit Tragegriff Müllbeutel leer gemacht. Dann wieder Sensitive Toilettenfeuchttücher leer gemacht. Dann habe ich hier Taschentücherbox vom Rewe diesmal. Ja, fand ich ganz schön, deswegen habe ich sie mitgenommen. Fand ich gut. Auch von den Tüchern her. Dann, was leer gegangen ist, ist von Balea Handseife Sweet Clementine. Ja, der Duft war gut. Das habe ich jetzt zum Auffüllen mehrmals benutzt. Und jetzt kann das weg, weil ich habe ein anderes. Dann habe ich hier von Altera Naturkosmetik Pflegedusche Biorose. Das fand ich richtig gut. Auch vom Duft her würde ich mir nachkaufen. Dann, was auch richtig gut war, ich liebe die ganzen LEs von den Dingen mit Allzwecktüchern. Und dann habe ich hier einmal Grüntee und Rose gehabt. War auch richtig, richtig gut vom Duft her. Würde ich nachkaufen. Dann, was auch leer gegangen ist, was ich auch dringend nachkaufen muss, fand ich richtig gut. Von Domol WC Aktiv Kraft Schaum. Das ist einmal fürs WC. Das macht die Toilette sauber, frisch. Also, Duft ist mega. Zitrone ist jetzt nicht so für jeden Mann. Aber fand ich gut und würde ich sogar nachkaufen. Ja. Dann habe ich hier noch zwei Pullen Waschmittel. Einmal von Perwoll Repair und Repair. Renew und Repair Farbauffrischung. Das ist einmal die rote Flasche gewesen. Ja, es war in Ordnung. Auch der Duft war gut. Würde ich mir, glaube ich, nachkaufen. Ja, fand ich richtig gut, auch vom Duft her. Und ja, wird sogar nachgekauft. Dann, was auch gut war, ist von Domol Black Feinwaschmittel. Ja, das nutze ich ja immer ganz gerne für die schwarze Wäsche und das war auch gut. Dann, was ich immer gerne benutze, was ich immer benutze für die Wäsche, ist von mit Weichspüler Himmlische Frische. Ja, das ist mein Favorite und ja, muss immer mit und wenn ihr das noch nicht kennt, testet es mal. Und es ist vegan. Dann habe ich hier einmal Schmutzradierer leer gemacht, fand ich auch richtig gut. Würde ich sogar nachkaufen. Ich habe, glaube ich, noch eins und deswegen muss dringend her. Dann hatte ich hier einmal Lavazza Kaffee Crema Classico leer gemacht. Das wollte ich euch zeigen, weil das ein richtig guter Kaffee ist. Wenn ihr wirklich eine günstige Alternative wollt zu teuren Kaffee, für 16 Euro sind die jetzt nicht so günstig, aber da hast du echt ein Kilo und du hast was davon und das schmeckt richtig gut. Mein Liebstes ist das Kaffee Crema, das mit der Stärke 8, das ist jetzt 7, aber war auch ganz okay. Und im Angebot kostet es teilweise 8,88, also da tue ich immer zuschlagen und finde ich richtig gut. Dann einmal von Rossmann die Ena Bio Dinkelherzen sind leer gegangen. Die waren richtig gut als Snack für die Arbeit oder für zu Hause. Dann habe ich hier von Balea Make a Wish Cremedusche, duftet nach Mandarine und Vanille. War in Ordnung, aber das war jetzt nicht so mein Duft, wo ich sage, ich muss es nochmal haben. Also,
war in Ordnung, aber nochmal brauche ich das nicht. Dann habe ich hier nochmal eine Cremeseife leer gemacht. Balea Cremeseife, Macadamia und Lotus. War auch richtig gut. Ich glaube, es gibt das noch. Dann habe ich hier einmal Eva leer gemacht. Dann, was auch leer gegangen ist, ist einmal von Altera Naturkosmetik das Koffein-Shampoo. Das war auch richtig, richtig gut, auch vom Duft her. Ja, war okay. Mit Biotin und Koffein hat meine Haare richtig gut gepflegt und wünsche nachkaufen. Dann habe ich hier einmal von Hero Smile, das ist so ein, das war geliebt oder das ging rauf und runter auf Insta und auf YouTube. Das ist einmal das hier, das ist für die Zähne zum Aufhellen. Das ist lila, wenn ihr es vorne sehen könnt. Mein Fazit dazu, es ist jetzt noch nicht ganz leer, es sind noch zwei Anwendungen drin. Aber mein Fazit ist, spart euch das Geld. Also ist im ersten Schein denkt man, oh, Zähne sind heller. Aber danach denkt man sich so, hat doch irgendwie komisch, weil das lila ist erstmal und dann scheint es so, weiß ich nicht, heller. Aber ich habe jetzt nicht viel davon gesehen, deswegen leider, leider würde ich das nicht nachkaufen. War ein bisschen teuer, ich glaube 40 Euro, aber nee, würde ich nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier nochmal Einzeltücher feucht leer gemacht mit Lavendel. Das ist ja eine neue LE bei DM. Fand ich auch richtig gut. Dann habe ich hier nochmal Allzwecktücher von Balea mit Fairy Tale. Die waren ja auch richtig gut. Die mochte ich ja auch sehr, sehr gerne. Gibt es ja, glaube ich, aktuell noch. Da muss ich mir wieder einen Vorrat kaufen, weil ich habe keine mehr. Ich habe jetzt nur noch zwei von den alten. Und ja, da würde ich ein bisschen aufheben. Kleiner sucht die halt. Dann habe ich hier von Fa Coconut Milk die Dusche. War richtig gut, würde ich mir nachkaufen. Dann, was ich auch gut finde, ist von Balea Golden Light Trockenshampoo. Ich habe noch eine Pulle, mir letztens eine gekauft gehabt und habe noch eine im Backup, weil ich finde die richtig gut. Ich lasse keinen Schleier da, keinen Graufilm. Ja, macht die Haare, was es soll, trocken bzw. voluminös und ja, der Duft ist gut, deswegen würde ich mir das nachkaufen. Hier habe ich nochmal Toilettenfeucht leer gemacht und hier habe ich noch eine, also insgesamt drei Stück. Dann habe ich hier von Kantra Vanillekerzen leer gemacht, ich glaube, die sind vom Action gewesen. Ja, die waren gut, haben gut gebrannt, vor allen Dingen abgebrannt. Dann habe ich hier von Rewe Spülmaschinenpfleger leer gemacht, die finde ich auch ganz gut. Da variiere ich ja immer zwischen den oder von Denkmit und Rossmann. Finde ich alle gut. Dann noch eine Food-Sache habe ich hier von Chris von Vegetarian Butcher. Das ist dieser Burger gewesen. Der war richtig gut. Soll nach Hähnchen schmecken, aber richtig top. Also man hat echt nicht geschmeckt, dass es wirklich kein Fleisch ist. Deswegen fand ich gut, würde ich nachkaufen. Dann habe ich hier einmal von Irsa normale Tampons leer gemacht in einer großen Packung. Nochmal Küchenrolle. Dann habe ich hier einmal, ich glaube, das ist von dänischen Bettenleger oder Skier Sky, weiß jetzt nicht, wie das heißt. So ein Öl gewesen mit Stäbchen fürs Bad. Ocean Duft. Ja, war in Ordnung, aber jetzt nicht so viel Duft abgegeben. Deswegen würde ich es nicht nochmal nachkaufen. Hat 4 Euro gekostet, glaube ich. Dann habe ich hier von Balea Let's Get Cozy Creme Dusche. Die war richtig gut, hat richtig gut geduftet. Also ich habe zum Glück noch ein Backup. Ja, so richtig nach Matt. Ein paar Mandel, also fand ich nicht schlecht. Würde ich nachkaufen. Mein liebsten Zahnseigesticks sind leer gegangen. Dann habe ich ja noch einen Riegel von Baby Love, fand ich auch ganz gut. Dann habe ich hier einmal von der Exquisite, das ist auch vom Rossmann, diese weiße Schokolade, fand ich mir auch ganz, die fand ich auch ganz gut. Würde ich auch nachkaufen. Dann habe ich hier noch eine Cremedusche von Balea, You Make My Heart Smile Cremedusche mit magisch süßem Duft. Ja, war gut, aber mir zu süß, deswegen würde ich nicht nachkaufen. Aber das Packaging richtig süß.
Dann habe ich hier noch einen Tee leer gemacht. Es gibt aktuell einen neuen Tee, beziehungsweise ich glaube zwei oder drei Stück. Und es gibt einmal hier diese, es gibt einmal den Bratapfel, glaube ich, und noch irgendwas. Und ich habe mich einmal für Zimt und Pflaume entschieden und der war richtig gut. Muss ich mir auch unbedingt nachkaufen. Dann habe ich schon mal Tampons leer gemacht. In super. Dann habe ich hier Badekugeln leer gemacht von Spa. Einmal in blau und in rosa. Ja, waren gut vom Duft her, aber haben nicht so lang gehalten. Deswegen, ich glaube, vom Action waren die. Dann habe ich einen Nagellackentferner leer gemacht. Den fand ich ganz gut. Der ist ohne Aceton, ohne diese chemische Stinkerei. Dann habe ich hier nochmal ein Duschgel, Malediven-Cremedusche von Isana. Ja, der war auch ganz gut. Der hat auch ganz gut geduftet, würde ich mir nachkaufen. Schade, leider halten diese ganzen Isana und Balea-Düfte nicht so auf der Haut, aber ich fand sie richtig gut. Dann habe ich hier einmal von Ina Bio Blütenhonig leer gemacht. Den kaufe ich immer gerne nach da und fand ich gut. Dann habe ich einmal einen Deo leer gemacht von Isana 5 und 1. Das ist ja so mein Liebstes nach dem Rexona. Dann einmal die Lavera Zahncreme leer gemacht, wie immer. Und dann habe ich hier noch von Balea Fruity Fantasie Duschpeeling. Ist noch nicht ganz leer, da ist noch ein bisschen was drin. Aber der war auch ganz gut. Und dann habe ich hier noch eine Cremedusche, Happy Winter. Den fand ich auch ganz gut von Balea und ja, würde ich sogar nachkaufen. Dann habe ich hier von Denk mit Bio Schnell Entkalker Nature. Fand ich gut. Aber ich mag diese flüssige Form lieber, deswegen würde ich das in flüssig kaufen, nicht nur als Pulver. Dann habe ich hier von Ebelin diese Wattepads aufgebraucht, 140 Stück. Für die kleinen. Das sind diese kleinen für meinen Nagellack. Dann einmal von Mifolis Biotin aufgebraucht. Dann habe ich hier zwei Schwämme, die kommen weg. Beauty Blender. Und dann habe ich hier von The Body Shop Almond Milk und Honey. Ja, ich habe das aussortiert, weil das duftet nicht mehr so dolle und deswegen kommt das jetzt weg. Einmal das, dann habe ich leer gemacht von Adidas Floral Dream. Das ist so ein Duft gewesen, so ein Parfum-Flakon oder was war das? Body Fragrance. Fand ich gut. Muss ich gucken, ob es den noch gibt. Dann, was ich auch leer gemacht habe, ist von DM Bio Pumpkin Spice. Das ist so ein Zusatz, ein Kürbisgewürz. Fand ich gut. Habe ich, glaube ich, noch ein Backup von. Wenn ich den noch finde beim DM, kaufe ich ihn auf jeden Fall nach. Und die letzten drei Produkte habe ich noch hier. Da habe ich einmal von Lenore Unstoppable Special Parfum leer gemacht. Und der Duft, der war gut, ja. Würde ich nachkaufen, aber die sind ja so teuer. Muss ich gucken, ob die im Angebot irgendwo sind. Und dann habe ich hier von Rexona das geliebte Deo von mir. Ich habe jetzt leider keins mehr, muss ich auch warten, bis es im Angebot ist. Und dann habe ich hier noch von Essence den Volumen Booster Lash Primer leer gemacht und ja, kann ich euch nur empfehlen, macht die Wimpern super lang, hält lange, gibt keine Panda-Augen, deswegen immer drunter machen, fand ich gut, habe ich glaube ich noch ein Backup von und ja, genau, das war's mit meinem Video, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals bist, lasst doch gerne ein Abo da. Lasst doch gerne einen Kommentar da und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, da würde ich mich mega, mega freuen. Ich sehe ja, dass viele von euch meine Videos schauen, aber noch nicht auf Abonnieren gedrückt haben. Deswegen macht es doch gerne hier unten, hol das doch bitte nach, damit unterstützt du mich. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss.